Und den wollte ich euch immer schon mal präsentieren. Diebster, wenn du zuguckst, Grüße gehen raus an deine Tinker. Und komm, jetzt bist du auch wieder entlassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der C64 Spielzeit mit Andira. Das bin ich. Heute zeige ich euch das Spiel Montezumas Revenge aus dem Jahre 1984. Publiziert hat das Spiel Parker Brothers, die auf der Verpackung ein wenig mit den Entwicklern und dem Team gegeizt haben. Deshalb habe ich dieses Mal leider keine weiteren Informationen dazu. Musik hat das Spiel erst gar nicht, aber dazu später mehr. Es handelt sich um ein Jump and Run, Joystick Import 2, Einspielerspiel und wie so häufig in englischer Sprache. Ein Cover habe ich euch auch mitgebracht. Es handelt sich hierbei um die Erstveröffentlichung bei den Parker Brothers, Montezumas Revenge, Untertitel Featuring Panama Joe, das ist der Held. Eines der Alternativtitel war zum Beispiel Predatore, so hieß das Spiel in Italien. Und damit legen wir los. Load. Da befinden wir uns auch schon im Titelbild des Spiels. Ein Loading Screen gibt es nicht. Dazu erzähle ich euch später dann mehr. Erst einmal das Wichtigste in Kürze, worum geht es überhaupt? Wir spielen hier den eben schon genannten Panama Joe, den Held des Spiels, der in den Aztekentempel von Montezuma dem Zweiten eindringt, um die sagenumwobene Schatzkammer zu entdecken und natürlich auch auszurauben, so sag ich jetzt mal. Wir arbeiten uns also von oben nach unten in dem Tempel in Form von einer Pyramide durch bis zur Schatzkammer und auf dem Weg zur Kammer können wir dann Schätze und andere nützliche Gegenstände wie zum Beispiel Waffen oder verschiedenfarbige Schlüssel einsammeln, die uns im weiteren Spieleverlauf nützlich sind. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Joystick packen. Erste Runde, Jungs, erste Runde. Und zwar drücke ich nicht Feuer, sondern man muss den Level auswählen. Das heißt also, wir können ganz im ersten Level starten oder aber ganz am Anfang oder aber schon in Level 2 oder 3 einsteigen. Wir wählen 1 für Level 1 und starten. Ja, da sind wir. Joystick links, rechts. Feuer ist springen. Und eins kann ich euch schon sagen, wir dürfen nicht zu tief fallen und müssen natürlich da unten den Gegnern ausweichen, sonst verlieren wir ein Leben. So, hier können wir nach oben klettern. Springen. Na, komm, Junge. La Cucaracha, hey. Wir haben zwar keine Titelmusik, aber wenigstens einen tollen Soundeffekt. Mal sehen, wie lange es dauert, bis der uns auf den Keks geht. Ja, und jetzt Jump and Run, typisch rüber. So, wir haben oben rechts haben wir die Statusanzeige schon 50 Punkte erreicht. Links sehen wir einen ja blauen Schlüssel. Das heißt also, wir können eine blaue Tür öffnen und wir stehen jetzt rechts vor so einer Tür und auf der linken Seite haben wir auch eine. Links, rechts, links, rechts. Ich lasse mal eine Münze fallen und sage einfach mal, komm rechts. Okay, wow, das gibt uns gleich 300 Punkte, 350 Punkte. Also jetzt insgesamt. Der Schlüssel, ihr seht es links in unserem Inventar, ist jetzt weg und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Hüte. Das sind die 5 Leben, die wir in diesem Spiel haben. Ich glaube, wir haben sogar 6. Und rechts daneben seht ihr noch eine 1 in dem Mauerwerk. Das ist das Level, in dem wir uns befinden. Okay, nicht so lange reden. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Speed aufnehmen. Und hier haben wir schon so ein paar. Ja, für mich sieht das aus wie so ein Goldbarren. Aber nein, in der Anleitung steht, das sind die Edelsteine, die wir einsammeln. Gut, ich sagte schon, nicht zu tief fallen. Schönes Leveldesign. Links, rechts, links, rechts, rechts. Runter. So. Aha. Ich sagte eben schon, verschiedenfarbige Schlüssel. Das heißt also, jetzt haben wir mal einen roten. Gehen hier nochmal runter. Junge, du musst stehen bleiben. Oh, komm. Jetzt wählen wir mal diese Seite hier.
No. Nein, Mann, spring doch. Florian, eventuell, wenn du das hier siehst, brauche ich vielleicht doch deine Hilfe und du musst mir den Joystick mal reinigen. Irgendwie hängt er ab und an. Aha, hier geht's nicht weiter, eine Wand. Aha. Schön wäre es übrigens, wenn wir eine Map hätten, die man einblenden könnte oder so ganz klein in einer der Ecken sichtbar ist, wo wir uns gerade im Labyrinth befinden. Aber gut, der gute Panama Joe ist auch zum ersten Mal da unten und weiß nicht, wo er sich befindet. Ja, jetzt hat die Sprite-Kollision mal zugeschlagen. Zack. Und da sind wir wieder am Einstieg. Da sind wir eben lang gekommen. Übrigens oben durch die Pyramide sind wir rein, durch unser Seil. Und nach unten, wie das bei Pyramiden so üblich ist, verbreitert sich das Level-Design immer mehr. So. Oh, was haben wir hier jetzt? Das ist die Taschenlampe. Und die Taschenlampe, die brauchen wir später in dunklen Räumen. Also es gibt Räume, die sind komplett schwarz. Und nur wenn wir eine Taschenlampe haben, dann kommen wir da weiter. Oh, auch da sieht ja ziemlich gefährlich aus. Nach rechts brauche ich gar nicht, springen. Das ist viel zu weit. Und hier verschwinden links die Böden. Das heißt, ich gucke mal, dass ich hier so mit anlaufe. Wenn die Böden dann... Nein, der Junge rennt auch weiter. Scheiße. Das war's schon. Und... Wenn ich nicht aufpasse, dann war es das gleich mit dem Spiel. Ja, kann man schaffen, kann man schaffen. Ich glaube, hier kommen wir später erst weiter. Ich kann mich jetzt nicht an den Trick erinnern, wie das funktionierte, dass wir denn da runterkommen. Vielleicht ist es ja auch so, wie gesagt, Pyramide, dass wir erstmal weiter nach links müssen, unter diesem Raum hindurch und auf der anderen Seite wieder langkommen. Ja, ich glaube, so war das. Weil ich spiele das Spiel natürlich nicht zum ersten Mal. Oh, was haben wir hier für einen Gegner? Ist das ein Skorpion? Sieht aus wie eine Krabbe. Auf jeden Fall warten wir erstmal ab, bis der vorbei ist, damit wir ganz schnell runterkommen. Ja, es ist tatsächlich so, wie ich vermute. Oh, Game Over. Ganz schnell Feuer drücken. Das ist die Continue-Funktion des Spiels. Wie schön, dass ich jetzt gerade dran gedacht habe und sie euch gleich zeigen kann. Also, wer nicht weiterkommt, solange man kein Level geschafft hat und immer noch in dem Level, das man am Anfang gewählt hat, also 1, 2 oder 3, sich befindet, kommt man am Ende des Spiels durch schnell Feuer drücken, ja, was heißt der voran? Man bleibt in dem Level und bekommt eine zweite Chance. Wie gesagt, Stichwort Continue-Funktion. Ich fange jetzt bei 0 Punkten an, das heißt also, die Highscore ist resettet. Das ist ja auch, ich sag mal, mehr als fair. Und mein Inventory, die bleibt gleich. Und ich kann das Spiel weiterspielen. Also so kommt nicht so schnell Frust auf. Finde ich cool gemacht, übrigens. So, dann wollen wir mal weiter. Übrigens hier dieses Messer, wenn ich das einsammle, dann habe ich die Möglichkeit, Gegner zu, ja, eliminieren. Nämlich genau einen und dann verschwindet das Messer wieder. Also das heißt, ich könnte jetzt durch die Schlange durch, nee, oder aber durch den, jetzt habe ich es euch präsentiert, durch den Totenkopf, den hat es jetzt dahin gerafft und oben das Messer ist weg. Naja, ob das so schlau war, das Messer so leichtfertig zu benutzen, das wird sich später rausstellen. Oh, denn hier genau an dieser Stelle brauche ich, glaube ich, das Messer. Wenn ich mich da runterfallen lasse zum Totenkopf, dann habe ich ein Leben verloren, da komme ich so nicht dran vorbei. Aber ihr seht's, wenn der einmal mir ein Leben genommen hat, dann ja, kommt er auch nicht wieder zurück. Das finde ich cool. Und Junge, du musst Feuer drücken, bevor du springst. Ja, Papa. Hallo? Geht doch. Und das Ganze noch ein bisschen mehr timen, bitte. Na gut, okay, den haben wir jetzt auch dahin gerafft, so. Und diese Laufbänder, auch ganz trickreich, erinnern mich so ein bisschen an. Die erinnern mich so ein bisschen an Bruce Lee. Wo man gegen diese Laufbänder laufen muss.
Na, da bin ich ein bisschen zu kurz gesprungen. Und ich drücke ganz schnell Feuer. Komm, continue, Junge, continue. Ich glaube, dieses mit dem Continue, das funktioniert auch nicht unendlich, sondern nur einmal. Ja gut, immerhin. Game over, game over. Wenn ich Space drücke, dann kommen wir zurück in den Titelbildschirm. Laut Wikipedia handelt es sich übrigens um eins der ersten Plattformspiele. Wie gesagt, wir schreiben das Jahr 1984. Wurde übrigens hier zuerst für Atari umgesetzt und dann später auf vielen weiteren Plattformen. Und bevor ich eine nächste Runde spiele, möchte ich euch noch ganz kurz zu dem Begriff Montezumas Revenge, auf Deutsch Montezumas Rache, etwas erzählen. Das ist ja eine Redensart, der eine oder andere hat das bestimmt schon mal gehört. Unter Montezumas Rache versteht man einen Reisedurchfall in exotischen Länder. Wenn ihr also ins Ausland fliegt, entfernt, ich sage jetzt mal Indien als Beispiel, und bekommt dort kurz nach der Landung und dem ersten einheimischen Essen einen Durchfall, dann spricht man von der Montezumas Rache. Woher kommt dieser Begriff? Da habe ich mal in der Enzyklopädie nachgeschlagen. Die Azteken hatten einen Herrscher, Montezuma den Zweiten, und der hat regiert aus der Hauptstadt der Azteken, Tenochtitlan. Wem dieser Schauplatz bekannt vorkommt, ich habe euch vor einiger Zeit in der C64-Spielzeit Aztec Challenge gezeigt. Das Spiel spielte genau da. Ich werde euch den Link auf das Video einmal unten in die Shownotes schreiben. Jedenfalls nahmen die Spanier 1519 die Hauptstadt ein und brachten Krankheiten aus der westlichen Welt mit, unter anderem Pocken oder auch Masern. An denen starben viele Azteken. Auch Montezuma II. Starb ein Jahr nach diesem Überfall und sprach noch vor seinem Tod einen Fluch über die Spanier aus. Dieser Fluch äußerte sich in Durchfall und wird bis heute Montezumas Rache genannt. Das ist so der Hintergrund. Aber ich würde sagen, wir spielen eine weitere Runde. Ich drücke nochmal 1, um es nicht zu schwer werden zu lassen. So, und ich habe ja jetzt eben schon gesehen, wir müssen auf jeden Fall nach rechts. Aber erst sollte ich den Schlüssel einsammeln, Junge. Jetzt können wir das Ganze auch mal ein bisschen fixer machen. Weil, wie das Spiel läuft, habt ihr jetzt ja gesehen. So. Zack, ab durch die Tür, springen. Also ihr seht, wenn man das dann drauf hat, hier dann zack. Nicht zu tief, nicht zu tief, nicht zu tief fallen, hatte ich eben noch gesagt. Jetzt konnte ich es euch mal zeigen. Ach, im Prinzip ein richtig schöner Plattformklassiker, würde ich sagen. Macht richtig Spaß. La Cucaracha. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so eine Sounduntermalung. Schön auch kindgerecht gemacht. Ohne Zeitlimit. Das heißt, oh, hier kommen wir nicht weiter. Und hier darf ich auch nur von Weitem springen, damit ich hier auf der Plattform in der Mitte lande. Sonst lande ich im Feuer. Ja, man muss sich also nicht groß beeilen. Man kann also durchaus den Joystick hinstellen und Mittagessen gehen und anschließend weiterspielen. Das finde ich ganz toll gemacht. So, jetzt haben wir die Schlüssel. Wir gehen hier rüber, zack, durch die Tür. Taschenlampe für später, okay. Die Taschenlampe leuchtet auch schon, denn wir haben das gerade an der Farbe gesehen. Der war gar keine Taschenlampe. Denn die ist schon wieder weg. Und die gute Schlange, die war etwas... Ach, komm, ganz schnell. Die war etwas dunkel geworden. Das war so ein Zeichen. Nein. Wuhu. Schade. Hat nicht ganz geklappt, aber gut. Leben verloren. Wir hätten einfach ein bisschen länger auf der Treppe warten sollen. So. Auch hier, glaube ich, muss ich warten. Zack. Unten durch, springen. Ah. Und weiter. So, und jetzt habe ich mein Messer. Lass mich ganz cool hier runterfallen. Und nicht zu hektisch, nicht zu schnell.
Jetzt warten wir lieber noch eine Runde, bevor wir runterspringen. So. Also, ein bisschen dazugelernt haben wir ja schon. So. Okay. Jetzt muss er aufpassen. Hier, hups. Nein. Nein. Wir müssen jetzt hoch, den blauen Schlüssel und müssen die Sekunde abwarten, wo diese Kettenwand da weg ist. Diese, oder Laserwand, sag ich jetzt mal. Passt nicht so ganz zu den Azteken, aber gut. Ah, diese Laufbänder, die sind schon ziemlich hässlich. Ja, ganz schnell Feuer drücken. Komm, einen habe ich noch. Hui. Continue hat geklappt. Continue. In der letzten C64-Spielzeit hatte ich euch ja Bazooka Bill gezeigt. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch auch das nochmal. Ansonsten findet ihr das natürlich in der Playlist beziehungsweise bei mir auf dem Kanal. Ah. Ah, ah, hey. Hey, 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 hey. Jetzt aber, komm. Ja, es ist wie in der Schule. Sowas muss man üben und dann wird man besser. Richtig tolles Game. Macht richtig schön viel Spaß. Und ihr seht trotzdem, dass es Level 1 ist. Es ist nicht so leicht. Ah! Ah, aha. Jetzt ganz langsam, Junge, den Schlüssel laste. Oh. Ah. Aber so geht's. So geht's. So, jetzt brauche ich gar nicht groß darunter. Ach nein. Ich glaube, ich muss da hoch. Wenn ich nämlich da die blaue Treppe runtergehe, nachdem ich darüber gesprungen bin, wo ich eben war, klettere ich das Seil hoch und komme dann oben zu dem blauen Schlüssel. Ich glaube, so funktioniert das. Vielleicht. Aber Alternative ist, dass ich hier einmal zurückgehe und euch noch so ein bisschen Level-Design zeige. Und auch direkt in diese blöde Kette reinlaufe. Mann! So, wir sind von da oben gekommen. Ah! Aha, jetzt fehlt mir der blaue Schlüssel. Okay. Bin ich vielleicht... Also entweder muss ich da jetzt wirklich lang, so wie ich das eben gesagt habe. Das können wir mal ausprobieren, ob ich das mit meinem einen Leben noch schaffe. Oder aber ich muss noch einen zweiten Weg probieren. Hier bei diesen Labyrinthen macht das immer ganz besonders Sinn und auch total viel Spaß, sich so eine Map zu zeichnen. Ich werde euch später zu den Maps auch noch was erzählen hier für Montezumas Revenge. Gut. Jetzt aber. Letztes Leben. Letztes Leben. Vertan. Game over. Space. Ja, da rutschen wir die Stange runter. Vielleicht noch ein bisschen was zur Geschichte des Spiels. Rob Jäger hat im Alter von 15 Jahren einen Prototyp für dieses Spiel programmiert. Und zwar mit 35 Kilobyte Größe. Das Konzept hatte er von seinem Freund Mark Sunshine bekommen. Vielleicht haben die beiden Schulfreunde sich das auch gemeinsam ausgedacht. Jedenfalls hat er das umgesetzt. Damals hieß bei ihm der Held noch Pedro. Und dieses Spiel hat er dann 1983 auf der Consumer Electronics Show vorgestellt. Parker Brothers hat ihn entdeckt und ihm das Spiel abgekauft und dann entschieden, das ein Jahr später, also 84 wie eben gesagt, auf den Markt zu bringen. Aber in 16 Kilobyte Größe, das heißt, man musste das beschneiden, damit es noch in ein ROM-Modul reinpasste. Dafür waren dann tiefe Einschnitte nötig, also die Intro ist weggefallen, die Grafik musste einfacher werden, keine Musik, das haben wir ja auch schon gehört, und einfachere Soundeffekte, wir hören ja dauernd dieses La Cucaracha, und auch das Labyrinth bzw. die Räume mussten simpler werden. Außerdem wurde der Held dann von Pedro in Panama Joe umbenannt. Also ich hätte ganz gerne mal, und ich glaube dem einen oder anderen von euch geht es genauso, gerne mal das Original gespielt oder zumindest mal gesehen. Eine letzte Runde wagen wir jetzt noch. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und drücke mal auf die 2. Und
Was euch jetzt auffällt, ist die 2 da oben neben der Inventory. Ansonsten hat sich nicht allzu viel verändert auf den ersten Blick. Ja, das liegt daran, dass dieses Labyrinth-System ja nicht immer das gleiche ist. Das verändert sich schon, aber es wird schwerer. Auch die Räume sind anders angeordnet. Das werden wir später sehen. Ja, und da kommt gerade mein Kater, der Tommy, in den Raum. Tommy, möchtest du mal ins Bild? Komm mal her. Ja, und den wollte ich euch immer schon mal präsentieren. Diebster, wenn du zuguckst, Grüße gehen raus an deine Tinker. Und komm, jetzt bist du auch wieder entlassen. Normalerweise mache ich die Tür zu, dass ich ungespielt spielen kann. Das habe ich auch dem Alex, dem guten Retro-Lutzer, Grüße gehen raus an dieser Stelle, mein Lieber, mal gesagt, dass ich immer die Tür schließe, damit er, in der Zwischenzeit spielen wir weiter, mich nicht so stört. Aber gut, jetzt kam er gerade rein, ich habe die Tür nicht geschlossen. Ja, und jetzt habe ich ihn angesprochen und jetzt möchte er mitspielen. Ich bin gleich fertig. Lass mich das eben noch machen und dann komme ich zu dir, mein Junge. Ja? Okay. La Cucaracha. Uiuiui, okay, das ist jetzt schon einer der neuen Räume. Gleich zwei von den Biestern, wie fies. Jetzt kommt. Ich glaube, hier ist Timing angesagt. Wenn die jetzt beide in meine Richtung kommen. Na, jetzt geht der nächste da runter. Ey, Jungs, wie soll ich das schaffen? Mich mal so ein bisschen zu bewegen. Ah, gut, oder so, oder so. Hey, da geht's weiter. Nein, nicht nochmal sowas. Jungs, ihr nervt ein bisschen. Komm, das dauert mir zu lange. Ich möchte euch ja noch ein paar Räume zeigen. Deshalb nehme ich mal die Abkürzung, gehe hier runter und komme hier hin. Oi, 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 oi. Schneller geht's nicht, ja? Zu langsam. Zu langsam. Meine Reaktionsfähigkeit, die lässt zu wünschen übrig. So, und jetzt gehen wir mal so ein bisschen nach rechts. Und ach, ich glaube, wir müssen erst. Okay, den probieren wir noch hier. So, wir müssen erst hier rüber. Jetzt ganz nach hier. Und ja, nicht, wenn der Totenkopf da ist. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen warten und das abpassen. Ah, das ging schon in die richtige Richtung. Dann auf diese Plattform, die verschwindet. Komm, das probieren wir noch. Und das passt jetzt genau. Komm. Genau so. Ja, aber Game over. Ja gut, continue hin oder her. Ich glaube, um euch das Spiel zu zeigen, hat es wie immer gereicht. Noch ein paar Informationen für die, die es interessiert. Nachdem Parker Brothers das Spiel veröffentlicht hatte, wurde es übrigens ein paar Jahre später, 1986, erneut veröffentlicht, diesmal von der Firma Databyte. Da kostete es dann 29 D-Mark auf Kassette und 49 auf Diskette. Das war dann für so eine Wiederveröffentlichung schon recht teuer zu damaliger Zeit. Also mit Low Budget hat das nichts zu tun. Da war das Game allerdings auch längst nicht mehr zeitgemäß und wurde deshalb in der Presse eher schlecht bewertet. Insgesamt, jetzt folgen ein paar Spoiler, hat das Spiel 9 Level mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Ich konnte euch das ja zeigen. Am Anfang kann man sich wählen, ob man startet in Level 1, 2 oder 3. Jedes Level ist anders aufgebaut. Unter anderem sind die Labyrinthe nicht nur größer, sondern man hat auch mehr Gegner, mehr dunkle Räume. Soweit bin ich ja nicht mal gekommen. Also sowas habe ich euch nicht gezeigt. Aber gut, wie ein schwarzer Bildschirm aussieht, das könnt ihr euch sicher selber vorstellen. Und das Ganze wird ja schwieriger. Man bekommt in den ersten drei Leveln übrigens alle 10.000 Punkte ein Extra-Leben und danach dann alle 20.000 Punkte. Und am Ende gelangt man dann irgendwann zur Schatzkammer. Und die selbst besteht aus mehreren Räumen, die mit hängenden
Ketten verbunden sind. Und an diesen springt man von Kette zu Kette, ähnlich Tarzan, und sammelt dann Edelsteine ein. Am Ende ist dann eine Stange zu sehen, an der kann man dann hinuntergleiten ins nächste Level. Im Internet gibt es für dieses Spiel übrigens zahlreiche Maps. Wenn ihr euch selber keine gemalt habt, dann zeige ich euch jetzt zum Beispiel mal eine exemplarisch hier für Level 1. Und je nach Level werden die, wie gesagt, umfangreicher. Meine Beziehung zum Spiel, ich habe in meiner Diskettenverwaltung nachgeschaut, Diskette 19a. Also habe ich das Spiel schon sehr lange in meiner Sammlung und als Kinder kann ich mich daran erinnern, dass wir das oft gespielt haben. Ich hatte ja bereits gesagt in einer anderen Ausgabe der C64 Spielzeit, dass ich Höhlenspiele liebe. Vor ein paar Ausgaben hatte ich euch Spelunker gezeigt, eines meiner liebsten Höhlenspiele. Das verlinke ich euch auch unten in den Shownotes. Und Montezumas Revenge habe ich vor einem Monat ziemlich ausgiebig ein ganzes Wochenende lang gespielt und bin auch wesentlich weiter als ja jetzt hier gekommen. Also das Spiel macht schon Fun. Meine Bewertung, einfache, aber tolle Grafik, ein einfaches Spielprinzip, man kann also sofort loslegen und wenn das Spielprinzip fesselnd ist, für mich zumindest, dann ist mir eigentlich auch die Grafik mehr oder weniger egal. Die Continue-Funktion finde ich sehr toll. Es macht Fun, das Spiel zu spielen. Damit kommen wir dann zu den Nachteilen oder für mich negativen Punkte. Kein Loading-Screen. Als Databyte das Spiel wiederveröffentlicht hat, haben sie zwar einen Loading-Screen eingeführt, um die Ladezeit ein wenig zu verkürzen. Das ist dann aber auch keine schön gepixelte Grafik, sondern im Textmodus einfach nur geschrieben, Databyte Montezumas Revenge Loading, also eigentlich nicht erwähnenswert. Außerdem hat das Spiel keine Musik und nur einfache Soundeffekte, die ich euch ja präsentieren konnte. Es gibt keine Highscore-Liste, in die man sich am Ende eintragen darf. Aber abschließend für 1984, also ziemlich am Anfang des Commodore 64, war das schon ein erstaunlich tolles Spiel. Wo wir gerade dabei sind, was ist denn euer Lieblingsspiel? Montezumas Revenge? Oder das eben erwähnte Spelunker oder Aztec Challenge? Oder vielleicht ein ganz anderes Spiel? Schreibt es mal in die Kommentare oder macht ihr oben mit bei der Umfrage. Dann gucke ich mir mal an, bei welchem Spiel eure Interessen so liegen. Ja, mein Wiederholungsfaktor ist auf jeden Fall gegeben. Das Spiel macht Fun. Eine schnelle Runde geht immer. Ihr wisst, was ich meine. Daumen hoch. Wo wir gerade beim Daumen sind, würde ich mich freuen, wenn ihr mir für dieses Video einen Daumen nach oben gebt und sogar einen Kommentar da lässt, den ich euch auf jeden Fall beantworten werde. Schreibt mir mal, ob ihr dieses Spiel kennt und ob ihr es auch in eurer Sammlung habt. Außerdem würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen und wenn ihr dann auch noch die Glocke anschaltet, dann verpasst ihr garantiert kein Video mehr. In diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen und bis zur nächsten C64 Spielzeit. Euer Andira. Na, ich hatte gedrückt.